Nein! Hier kommt so ein scheiß Lizüchtes jetzt. Oh nein. Oh, ich muss es nur schnell noch ein Stück rüber schaffen. Oh Gott. Herzlich willkommen zurück zu Ark World, unser Jurassic World Ark Projekt. Wir suchen immer noch die Rare Sighting, den New Tyrannos im Schneebiom. Haben wir jetzt endlich gefunden? Hier sind welche. Ja, die sind halt alle nur Level 50, so, ist die ich auch gefunden habe. Ja, mit meinem Raptor ist das nicht gut. Dann? Wo lang jetzt? Warte. Links? Ein bisschen rechts halten, ja. Ich töte jetzt hier Trilobiten und Pinguine. Parallel noch. Mit mal ein bisschen Material. Ich glaube, ich habe einen. Hast du einen? Kannst du mir deine Koordinaten geben? Warte, ich komme gleich wieder zum Strand und dann bringe ich dich hin. Ja, der ist 175. Okay, ich. Ja, Moment, ich versuche wieder dahin zu kommen, wo wir uns. Komm an den Strand. Ja. Ich muss auf die andere Seite erstmal laufen wieder. Ich bin genau in der Bucht quasi. Hier sind so viele Trilobiten, ich würde sie alle gerne machen. Nur wieder was? Ein Giga. Ja, ich bin genau in der Bucht, in der wir quasi angelandet sind. Ja, ich versuche hinzulaufen. Es dauert aber ein bisschen. Nein, mein Raptor. Wie wir es jetzt doch noch geschafft haben, den Rare Sighting Rex zu töten. Ja, Wahnsinn. Genial. Zwar nicht den, den wir erst haben wollten, aber gut. Mein blöder Raptor. Blöder Y-Tyrannus hier. Stirb. Hier läuft eine Ratte rum. Was, eine Ratte? Ja, ich eben auch schon. Eine Roll Rat, ja. Echt? Diese Viecher, ey. Oh, mein Rex ist überladen. Moment, ich muss mal ganz schnell. Wo bist denn du jetzt? Bist du schon am Strand? Ich arbeite dran, zu dir zu kommen. Es dauert halt. Ich bin auf der anderen Seite gewesen schon. Nein, jetzt habe ich Polymer weggeschmissen. Scheiße. Ist gerade nicht so wichtig. Doch. Hier lang oder? Das ist alles wichtig. Ich laufe jetzt einfach mal zum Strand. Ja, da bin ich hochgegangen. Da ist noch ein Giga, ich versuche durchzukommen zum Strand. Ich sehe den Strand schon von oben. Ich muss mal ein bisschen Stamina laden, dass ich den hier gleich wegbeißen kann. Mhm. Ich hab's gleich geschafft. Du bist aber. Ah, ich seh dich. Wir müssen schnell nach Hause kommen jetzt. Ja. Siehst du mich? Ja, ich seh dich. Folge mir. Ja, ich komme. Du warst schon auf dem richtigen Weg. Denk an meinen Wendekreis, ne? Ich bin nicht so schnell. Ja, ja. Ich sehe ihn da hinten schon, glaube ich. Achtung, kannst du mal eben beißen? Ja, ich beiße. Es kann einen Moment dauern. Der Rex hier, der braucht ein bisschen. Eigentlich kann ich ihn mal auf neutral stellen, dann kann er ein bisschen helfen. Ja. Warte, ich nehme mir mal eben ein bisschen Fleisch. Jetzt solltest du ja haben. Ja. Reichlich. So, und jetzt mitkommen. Mitkommen. So, hier müsste irgendwo das Floß sein. Okay, 20 Minuten haben wir noch. Jetzt habe ich die richtige Zahl im Auge. Ja. Vor uns ist schon einer, der ist. Ja, der ist es. Trigger, ah, der kommt auf mich. Noch einer? Scheiße. Einer. Ja, naja, wir waren zu nah dran. Ich habe ihn nicht gesehen. Das Problem ist, ich kann jetzt nicht weglaufen vor dem. Der ist schneller als ich. Ja, ich muss. Warte, ich muss Akku ziehen. In der Richtung oder. Ja, er will mich. Verdammte Scheiße. Vielleicht kann ich ihn im Wasser abhängen, warte mal. Ja, das kann sein. Macht er den viel Schaden? Naja, es geht, aber auf Dauer, ne? Irgendwann ist mir Ich glaube, ich sehe es sogar. Ja, da vorne ist es. Kann ich ihn nicht irgendwie hier so zwischen den Bäumen vielleicht irgendwie? Schnell! Du musst nur einmal. Irgendwie da drauf alles. Irgendwie geht das schon. Ja, tauchen. Versuch zu tauchen. Ja, okay. Er steht schon. Wow, nein, alles klar. Nein, Alter! Jetzt kam von hinten so ein Mistvieh. Aber er hat die Stamina. Der Smoky U-Tyrannus ist bei 25,50 unter Wasser. Oh, okay. Ja, das wird dann unser wahrscheinlich sein, weil der gerade eben im Wasser war. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo bin ich denn hier? Irgendwas beißt mich hier. Was zur Hölle ist das? Du musst doch hier hoch erstmal, ne? Ja, genau. Okay, ich bin wieder entstanden. Er greift gerade den Namen aus. Schon diese ja, das ist sehr gut. Ach so. Er greift deswegen den Namen aus. Deswegen bin ich auch hier. Puh, sehr gut. Ich schieß. Oder mach. Das ist ein Teri, aber der war Low Level, oder? Ich glaube, er hat's. Ja, er hat's. Er hat's.
Aber wir schaffen ihn wahrscheinlich so, eh nicht mehr. Bring es. Ja, ja, mit dem Tier, ja? Soll ich das machen? Ja. Okay, ich komm, ich komm. Achso, ich hab grad den Raptor nicht gesehen. Machen wir lieber Folgen aus. Ja, gib ihn. Nicht zu viel beißen, also ja, mach ich mach eins. Mal, ja, ja, mach ich grad, mach ich grad. Was? Oh. Okay, dachte gerade gut. Jetzt. Accepted Baits. Gut. Er ist soweit. Okay, ja, willst du füttern? Mach du mal, ich mach mal schnell die anderen Jutyrannen hier platt, bevor die uns genau, hier reinlaufen. Genau, dann fütter ich. Die Frauenpower hat den Rex gezähmt. Ja, mal gucken, ob die Manpower hier den Jutyrannus kriegt. Laufen. Ich bin so froh, wenn ich demnächst dazu komme, die ganzen Videos zu schneiden. Mach diese Viecher hier mal platt. Das mag so gut. Weg mit euch! Panisches im Kreis rennen. Sterben, ganz wichtig. Ja, gestorben bin ich nicht. Ich habe nur bunte Farben gesehen und hatte Angst. Ja, sehr gut. Bunte das Farben und Angst. Ist tatsächlich der Smokey. Ja, sehr gut. Smokey. Ist halt grau, so. So, jetzt haben wir hier auch nichts gerade. Jetzt haben wir gerade nichts in der Reichweite hier. Wir haben jetzt Ruhe. Da es ein Mail ist, bestehe ich auf dem Namen Smoker. Ja, der Smoker. Ja. Das ist der Smoker. Wie geil. Muss ich ja direkt an Left 4 Dead denken. Ich muss an One Piece denken, aber. Das passt. Hauptsache, wir denken an irgendwas. Ich habe da drei verschiedene Sachen. Hauptsache, wir müssen an was denken. Kopf. Das ist gut. Den kriegen wir jetzt auch noch. Ja, also 42%. Sehr gut, das schaffen wir auf jeden Fall. Wir haben noch 15 Minuten. 16 nach meiner Uhr, aber. Ja, 16. Ja, sagen wir mal 15, weil wir müssen ja auch noch zurück und ausmachen den Server. Und der Rex ist im Park. Jawohl! Haben wir jetzt 14 Punkte? Ja, und jetzt kommt ein Babyzilla und frisst ihn. Nein. Der läuft da wirklich rum, Leute. Also aufpassen. Da läuft wirklich einer unten vor der Base rum. Ich hol mal den Rex, ne? Oh nein. Also wirklich an der Base, ja? Also bei den Pillern. Da, wo auch war ganz viele Rexe unterwegs sind. Da ist ein Giga und. Lea? Ja. Gehst du vor? Ja, vorgehen ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Da sind ganz viele Petris auch da rechts. Ah, willst du kuscheln? Ja, ich mach mal schnell. Dann setze ich mich auf den Rex für die Sicherheit. Mhm. Du kannst ja den Raptor pfeifen. Safety forged. So, was war hier? Ach, unsere Kentros haben hier gerade was kaputt gemacht. Vielleicht ja ein Babyzilla. Nee, ein Carcharodonto, aber der. Ja, der Low-Level, der hat es fast zerfetzt. Wait until it's hungry again. Schön, wie er aussieht. So, jetzt muss der. Nein. Warte. Einmal drehen. Ich kann dem ja gleich einen Sattel draufpacken, dann ist es ein bisschen einfacher. Oh ja. Vor allem kriegt er dadurch auch noch ein bisschen Rüstung, wenn mal was ist. Kehr vor. Er ist jetzt bei 60%. Nochmal Anlauf nehmen. 65, Alter. Ich nehme jetzt kurz den Sattel hier von dem anderen Rex, damit er hochkommt. Den orangenen Duty hätte ich auch gern gesehen. Ja, ich auch, aber man kann ja leider. Also, wir hätten uns natürlich nochmal aufteilen können, aber. Das ist immer so. Ja, dafür waren wir zu wenig Leute. Wenn wir noch zwei mehr gewesen hätten. Ja, der Rex ist hier gerade hinterher. Ja, wir haben ja heute auch Unterbesetzung. Er ist runtergeschmissen. Muss man ja dazu auch sagen. Mhm. Wir sind ja zwei zu wenig. Okay, der ist jetzt aber wichtiger. Okay. Warte, steig nur kurz ab, dann kann ich ihn abpfeifen. Der läuft mir hier gerade ein bisschen sehr in den Wald rein, so. Ja, ja. Ich hol den. Aber er kommt wieder zurück. Der hat hier keinen Sattel, ne? Dann pfeife ich den anderen auf. Zur Not, wir können ihm auch Baits hinwerfen, dann läuft er dahin. Ich werf mal ein bisschen in die Nähe des Wassers, weil ich mal ein Bait hin. Hauptsache, der Reciting ist dann direkt da oben. Ja, er hat ich hier Bait. Nicht raufkomme. Sehr gut. Streicheln. Ja, bleib stehen, genau, sehr gut. Bleib einfach auf der Stelle stehen. Er sieht auch ein bisschen manchmal aus wie ein großes Hühnchen. Ja, wirklich. Jetzt seht ihr Vögel mit anderen. Aha, da hat jemand den Film gesehen. Sehr gut. Sehr wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Okay, er ist jetzt bei 85,5%. Irre, wie viel Blut. So, und Rex ist oben. Das kann man heute aber wirklich sagen.
Wir haben es geschafft. Ja. Glatschi has left this arc never to return. War auch gar nicht anstrengend oder so. Nee. War voll easy. Minuten. Care for. Na, wie sieht's aus? Du sollst erst mal wieder richtig anziehen, ne? 93,5%. 96,2%. Und? Pack schon mal das Zeug. Oh, fast. 98,2%. Komm schon. Die komm explodiert schon. Gleich. Platz. Ich drück nur noch E. Ich spam gerade nur E und stehe hinter ihm. Ja, ich hab ihn. Sehr ja. Schön. Gleich erstmal umbenennen. Guck mal, hier. Da haben wir heute doch schon wieder 3 Resightings getan. Obwohl wir eigentlich uns reden ja darauf konzentrieren wollen. Aber wir haben auch den Chemietisch fertig gekriegt. Ja. So, ich habe mal meine Tiere abgepfiffen. Ich werde jetzt mal ganz schnell noch hier ein paar Trilobiten platt machen. Ne? Wegen ein höher Ultima-Saurus. Nee, du hast keinen Raft, ne? Ich habe keinen Raft. Warte mal, habe ich eine Axt dabei? Nee. Hast du eine Axt dabei? Ja. Was soll ich damit machen? Ja, also ich will halt jetzt die Resighting zurückbringen. Aber so, ja, ich komm mit, ist egal. Die Trilobiten, die kriegen wir auch noch. Wir müssen schnell heim. Ja, wir müssen schnell heim. Schnell weg. Nicht, dass wir uns hier in der Pampa auslocken müssen, das wäre uncool. Und ich will wieder Iguanodons haben, das sind die Raptoren, kannst du ja nicht geben. Boah. Ja. Das ist echt ein bisschen anstrengend. Das stimmt also, sie schon. Sind schnell, ja. Aber das war's auch. Sie sind schnell, sie sind cool irgendwie mit dem Sound und alles, aber sie sind halt mit dem. Iguanodons sind halt. Ja, dadurch, dass sie zum einen unendlich Ausdauer haben und zum anderen du von ihnen schießen kannst. Ernsthaft? Da Boah. Steht ein Rex unten an der Kommt Base. Nicht. Ich stehe am Fenster, er brüllt und ich werd gestunt. Blödes Vieh. Schön, wie wir auch da drüber lachen. Oh nein! Ha, unser Lystrosaurus wurde getötet. Oh. Das ist ein Drama. Ein echtes Drama. So, jetzt bin ich gespannt. Warte mal, ich versuch den mal raufzuziehen. Läuft er rauf? Ich glaub, der Rex. Ist der Rex drauf? Nee. Der Jutyrannus ist halt nicht drauf. Und ich glaube, ja. Er läuft da auch nicht drauf. Warte mal, wir müssen, glaube ich, müssen noch mal runter. Kannst du das Floß schnell mal ausrichten, dass er ein bisschen besser rauflaufen kann? Ja, warte, ich glaube, ich muss das Floß einmal komplett rumfahren. Oder ich mach's so. Am Volk? Er folgt mir auch gerade nicht. So. Ach, der folgt dem Raptor. Ach so. Ja, ja. La 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 la. La la la. Tralala. Nee, warte mal, du nicht. Du sollst folgen. Mann, dieses Pfeife immer. Okay, Moment, jetzt so. Immer diese Pfeife. Ja, du musst erst aus dem Wasser. Ja, echt. Weil ich kann mich mit dem Rex auf die Seite hier stellen. Dann, also wenn ich es mal hinbekommen würde. Dann läuft er gegen den Rex. Ich krieg's aber, glaube ich, gerade schon. Das passt schon. Warte. Ja. So, ist er drauf. Ja, Rex auch. Ja, wunderbar, dann. Was? Karcharodontosaurus. Ja, damit war doch irgendwie irgendwann zu rechnen, so, oder? Ja, besonders weil der so angeknackst war. Ja, weil die da unten noch. Sind wir alle drauf? Ich verstehe auch nicht, warum die da unten stehen. Alle drauf? Wir waren im ja. Okay, dann los. Mit 10 Minuten haben wir ja noch. Ich hole jetzt noch mal kurz eine Form Alle Tiere, Metall, die geht. Im Weg sind, die könnt ihr nach oben bringen. Ja. Auf das Plateau. Ich habe übrigens Drecks vor der Nase. Ich sehe nicht so gut. Ja, geradeaus. Das buggt auch gerade ganz hässlich. Kannst du irgendwie... Ja, okay. Warte mal. Kannst du den Rex noch mal irgendwie umpositionieren? Ich glaube, der buggt gerade ganz hässlich. Nee, der kann sich... Oh, doch, er ist jetzt ein bisschen nach vorne geflutscht. Ja. Ist immer noch suboptimal. Ich back Soll halt ich so zurück. Ja, versuch du mal. Also, am Backen wird es wahrscheinlich nicht verändern, aber. Backt das bei dir auch? Ich komme gerade gar nicht vorwärts. Das meine ich halt. Warte mal, ich versuch mal den Raptor umzuparken. Hey. Ja, oh Gott, ich bin runtergefallen. Ja. Kommt man hier nicht raus? Scheiße. Das? Ah, kacke, der Rex ist runtergefallen. Ah, Mist. Muss mal an Land. Ist da was Gefährliches? Warte, hast du Fiber dabei? Nee, wa? Fiber? Ja, ich hab noch ein bisschen Fiber, warte mal. Willst du ein neues Raft machen? Ja.
Ich bräuchte 5 Fiber. Ah, scheiße. Kannst du mir mal helfen? Hier ist ein Petri. Ich bräuchte 5 Fiber und irgendwas mit 100 Holz. Dann kann ich noch ein Raft bauen. Ja, warte. Warte, komm, der ist noch nicht tot, der Petri. Ja, schon, scheiße. Der haut ab. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Beeilt euch. Ja, ja, ist die beste Lösung. Ich hol eben ein Holz, bisschen Fiber. Warte, ich hab Holz, ich hab Holz. Hast du Fiber? Oh, Mann, hab ich Fiber, Schränke. Hab ich Fiber. Nee, hab ich nicht, Moment. Ich brauch nur 5, ich hol eben. Okay. Ich steck dir alles in Rex rein. So, der Rex hat alles. Ich hol schon mal das andere Raft wieder ran. Mhm. Schick kein Fiber. Ich schwimme hin. Doch jetzt. Man schwimmt so langsam. Oder willst du die Tiere jetzt. Ich fahr schon mal zurück mit dem Smoker. Ja, genau. Weil du kannst genau. Ja dann das Raft machen. Gib mir aber das Holz. Ich hab dir alles in den T-Rex reingesteckt. Ist alles okay, drin. Okay. Ich hab auch Fetch und so reingepackt und auch ein bisschen Hype. Raft. Ich glaube, es ist jetzt schlauer, hier wegzufahren schnell mit dem Vieh. Meine Güte, ey. Panik und Chaos. Komm schon, komm schon, komm schon. Aber ich LOL, der Spino da drüben, der hat sich gerade auf den Giga oben drauf gestellt. Das war auch lustig. Muss gucken, dass die Viecher mich jetzt nicht sehen am Strand. Die laufen nämlich gerade so hässlich ins Wasser. Ich habe keine Lust, dass die jetzt aggro werden. Ja, lieber hier schon mal ein Stück rüber. Nein! Hier kommt so ein scheiß Lizüchtis jetzt! Oh nein! Oh, ich muss es noch schnell noch ein Stück rüber schaffen, oh Gott! Wo ist das Mistvieh? Wo ist es? Oh Gott, nein, der Yutyranus ist ins Wasser gefallen! Oh nein! Scheiße! Aber er ist passiv, ich zieh den jetzt einfach hinterher. Einzige Chance. Das, der Lyzichtes ist ja aufs Floß Akro. Der ist ja nicht auf den Yutyranus Akro. Naja, aber wenn er den dann auch beißt, dann kriegt er doch auch Schaden. Ja, der kriegt Schaden, aber es ist egal. Er konzentriert sich halt nicht auf den. Er fokust halt nicht auf den. Komm, Yutyranus, schwimm schneller, komm. Mal J gepfiffen. Oh Gott, Haie, Haie. Schwimm, 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 um Gottes Willen, schwimm. Hoffentlich ist jetzt hier nicht der Zilla. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten, oh Gott. Oh, er hat's geschafft, er ist aus dem Wasser raus. Wie ist denn das bei dem Tor, was, oh, ich sehe da irgendwelche Schwänze durch die Mauer. Kann da mal jemand irgendwie mit irgendwas hinkommen oder so? Das, auf der rechten Seite, wenn ihr von auf Wasser guckt, nach rechts. Ja, Sekunde. Weil ich weiß nicht, das sieht sehr gefährlich aus da. Was da so durch die... hier ist kein Sattel mehr drauf, stimmt ja. Ja, wir hatten keinen Metall mehr für den neuen Sattel. Der andere ist nach oben, oder? Ich mache jetzt die Tür auf. Wir haben keine Zeit mehr. Ich mache die Tür auf. Ja, lauf schon mal. Ich komme dir vielleicht mal entgegen. Rex ist hier. Oh. Er hat mich gesehen. Ich mache die Tür wieder zu. Ich komme hier nicht raus, ne? Also ich kann hier nicht durch. Halt durch. Durch welches Tor bist du gegangen, Spielbär? Na, das ganz vorne ist. Wenn man anlandet, ganz vorne direkt. Okay, ich bin da auch gleich mit dem Rex und dem Raptor. Okay. Oder so. Ja, ich bin da, Spiegel. Perfekt, sehr gut, sehr gut. Ich muss nochmal zum Wasser. Toll, bei dir kommt wieder kein Lützichtes, weißt du? Den hast du ja abgelenkt. Wie mich der Rex hier unten doch noch vom Rex brüllen können. Ah, kannst du den Velociraptor mal pfeifen? Ja, ich nehme den gleich direkt, warte. Ja. Warte, ich nehme mal den Smoker. Nimm ihn. So, da war jetzt ein Rex direkt hier vorm Tor. Mach die Tür zu. Mach doch kein Häufchen. Aber wir haben es jetzt schon im Park. Also die Punkte haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal sicher. Ja. Jetzt darf er noch nicht sterben.
Ach, Ameisen, meine Güte. Ja. Der Juti hat die Ameisen. Ja, gut. Erstmal die Ameisen anschreien. So. Gott, hier sind ja noch wilde Raptoren. Ja. Der rennt weg. Ist noch alles möglich. Die Fliegen sind ja auch noch. Die kommen ein bisschen daher. Die Fliegen kommen hoch, die Fliegen kommen hoch. Die Mücken hier, die Viecher. Der passiv? Der müsste passiv sein, der Tyrannus. Ja, der hat den Lützichtus ja auch nicht angegriffen. Okay, boah, wir haben noch 3 Minuten jetzt, ne? Krass. Mhm. So, schnell einen Sattel machen. Ja. Wir haben kein Metall, ne? Dann nicht. Wir haben einen Metallbarren. Ich glaube, da wirst du keinen Sattel draus machen können. Nee, das wird wohl nicht. Ich bringe ihn trotzdem schon mal nach oben. Ja, genau, bring ihn nach oben. Wir laufen ja auch noch in Leder rum. So, Vorsicht, dass er nicht runterfällt. Ja, Flak habe ich mir überhaupt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich stelle mich mal zu den Rare Sightings oben. Das ist ja ein richtiger Casual Rex. Also, schade, dass der nicht anders aussieht. Ja, ne? Ich glaube, dass es bei den Jurassic Park Tieren eh so eine Sache ist, dass die nicht mit Geweih spawnen und so. Weil ich glaube, dass die Modelle nicht da mit in dem Mod drin sind. Also ich glaube, der reagiert nur auf Standardtiere. Was das ja, das ist ja auch kein Jurassic Park Tyrannus. Der sieht ja auch. Das stimmt natürlich. Sieht ja auch casual aus. Der sieht auch casual aus. Wenn ihr gerade die Folge schaut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut auch nochmal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Rev-Link für G-Portal Server. 5% Rabatt kriegt ihr da auf Server. G-Portal sponsert uns hier den Server, auf dem wir das Projekt stattfinden lassen. Ich bedanke mich auch nochmal bei allen, die hier heute mitgemacht haben. Bei Shadow, bei Lea Mascha, bei Rizari. Bei Lea Mascha gibt es das auch auf dem Kanal zu sehen, auf jeden Fall. Schaut da auch nochmal rein. Da ist es nochmal eine andere Perspektive. Und bei Rizzi auch bald. Demnächst. Bald. Irgendwann. Bald. Zeit. Bald. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut auch mal in die anderen Folgen rein, die hier an der Stelle verlinkt sind. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Session. Tschüss. Ciao, ciao.